Es ist Donnerstag, der 27. August 2015. Sie hören die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Guten Abend. Heute geht es ums Geld. Und zwar geht es im ersten Teil um Staateninsolvenzverfahren. Da werden Sie ein Interview mit Dr. Robert Kahn hören. Und im zweiten Teil geht es um Zentralbankgeld. Was ist das eigentlich? Ja, das wird ein Interview mit Professor Franz Hörmann. Staateninsolvenzverfahren. Wir haben es beim ESM dabei. Beim ESM etwas versteckt. Das ist nicht im ESM-Vertrag, sondern in Begleitgesetzen zum ESM. Also der vierte Mechanismus für die Eurozone mit der Troika. Und da steht beim ESM-Vertrag ja in Artikel 12 Absatz 3, dass die Staaten so kollektive Aktionsklauseln machen müssen für den Fall der Staatspleite. Und diese kollektiven Aktionsklauseln sind Zusatzbedingungen zu den Staatsanleihen, die sie ab 2013 rausgeben. Und daran anknüpfend gibt es geänderte Bundesschuldenwesengesetze. Da finden sich die Detailvorschriften zum Staateninsolvenzverfahren. Und Griechenland hat im Juli einen Antrag gestellt auf Finanzhilfen des ESM. Und wenn man sich die Liquiditätsengpässe Griechenlands anschaut, ist es eher wahrscheinlich, dass Griechenland dann in Staateninsolvenzverfahren geschickt werden wird. Also top aktuell. Immer Staateninsolvenzverfahren. Aber nicht nur das. Ende September, wenn ich mich entsinne, ungefähr 25. September wird die nächste Vollversammlung sein. Der UNO, nächster Termin der UNO-Vollversammlung. Und am 9.9.2014 gab es ja eine Resolution für ein globales Staateninsolvenzverfahren, was bis zu der nächsten Sitzung der UNO-Vollversammlung, der nächsten regulären Sitzung, also jetzt Ende September 2015, nicht nur entworfen worden sein soll im Fall eines völkerrechtlichen Vertrags, sondern schon dort beschlossen werden soll. Und das soll dann eins sein, zumindest für die Entwicklungs- und Schwellenländer, oder alle Staaten, die da mitmachen. Aber perspektivisch sieht es danach aus, als ob es dann ein globales Staateninsolvenzverfahren werden soll. Ich halte es für wahrscheinlich, dass dann auch das vom ESM dahin möglicherweise überführt werden wird, wenn man das so beschließt. Und die spannende Frage ist, welche Rolle werden da die Menschenrechte spielen? Bei der Resolution vom 9.9.2014 waren sie unter ferner Liefen. Ja, beim ersten Interview habe ich gesprochen mit Dr. Robert Kahn. Dr. Kahn ist ein Wirtschaftsexperte vom Council on Foreign Relations. Er hat auch unter anderem beim Internationalen Währungsfonds gearbeitet, unter anderem zu Schwellenländern. Dann ist er in verschiedenen Positionen bei der Citigroup gewesen und bei Moore Capital, also jemand, der eher aus dem Finanzsektor kommt. Und er hat einige interessante Artikel zu Griechenland auf der Webseite vom CFR geschrieben, plädiert dort in Richtung eher, dass Griechenland im Euro drin bleiben soll, aber plädiert auch für einen deutlichen Schuldenerlass. Das hört sich ja menschlicher an als das, wie die Realität derzeit in Griechenland ist. Und ja, wir haben nachgefragt, uns interessieren natürlich Dinge, wie steht Dr. Robert Kahn dazu, welche Sparmaßnahmen sind sinnvoll und wie weit dürfen sie maximal gehen? Welche Privatisierungen sind sinnvoll? Und inwieweit darf da Daseinsvorsorge dabei sein? Inwieweit dürfen hoheitliche Institutionen privatisiert werden, so wie die EU das will? Wie steht Dr. Kahn dazu mit dem Staateninsolvenzverfahren der EU, dass dort nicht nur die Troika, sondern auch die privaten Gläubiger Auflagen machen dürfen? Und wie sieht er die Position der Menschenrechte bei einem Staateninsolvenzverfahren? Welches Gewicht sollten die Menschenrechte der Gläubiger des Staates haben, aber auch der Einwohner des Schuldnerstaates? Und natürlich habe ich auch danach gefragt, wie er die Unterstützung der Europäischen Zentralbank sieht, wenn sie Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt kauft und ob man damit nicht den Staaten Erleichterung verschaffen sollte. Ebenfalls eingegangen bin ich darauf, er wirbt für Pariser Club für Europa und wie er sich das vorstellt und ob man den noch braucht, wenn man schon einen ESM hat.
Ja, Sie werden das Interview gleich in englischer Sprache hören. Bei der YouTube-Version gibt es auch deutsche Untertitel zu dem, also in der Videoversion. Aber jetzt gleich hören Sie das Interview in englischer Sprache im Original. Bitte um Start des Interviews. This is an interview for the Internet Radio Show Macht und Menschenrechte, Power and Human Rights on Jungle Drum Radio. I will now speak with Mr. Robert Kahn. Mr. Kahn is a Stephen A. Tenenbaum Senior Fellow for International Economies, and he's Senior Fellow for International Economies at the Council on Foreign Relations. And he has worked also for the International Monetary Fund on the solution of debt crisis for emerging markets. In his career, he, in addition to that, has worked for as a senior strategist for Moore Capital, and as he has been in several senior level positions at the Citigroup. And we are talking about state insolvency procedures. Hello, Mr. Khan. Many thanks for taking your time for our interview. Well, thank you for having me on today. Mr. Khan, you have published several articles on the CF. Our website regarding debt crisis. And the first question I would like to ask is about the term debt sustainability. What is your position on Professor Dr. Cephas Lomina's criticism? He's a former UN independent expert on state debts and human rights. That today creditors interpret the term debt sustainability too much narrowed on the debt repayment capacity, and that it should, from his point of view, be better focused on the ability of the debtor state to fulfill the human rights obligations of the debtor state. Well, I certainly think there are human rights obligations and a whole range of other social commitments countries make are hugely important to sustainability in the broad sense. I think there is a middle ground between his criticism and I think what many economists do in focusing on debt repayment. And I think the middle ground is to say that while you do have to look at the math, you do have to look at debt repayment capacity, how much debt a country can service and pay depends on many different factors. Why is it, for example, that in Japan, debt is well over 200% of the GDP of the country, the debt is still sustainable, whereas in Argentina, when they defaulted, debt was only 60%, and private debt in Greece is very low. Clearly, a country's capacity to manage their debt depends on a lot of things: social cohesion, growth, the commitment to, say, for example, in the case of Greece, stay in the Eurozone and the like. And all of those things do weigh in. So I do think you need to look at debt repayment capacity. I don't think you should throw it away and say, well, look at these other factors like human rights. But he's absolutely right. I think it's absolutely right to say that any judgment about how much debt is sustainable and can be repaid needs to take this broader range of factors into consideration. Okay. One moment. How do you assess the construction of the ESM that within the state insolvency part of the ESM, the imposed conditions for partly debt relief of insolvent countries are concluded by the Assembly of Private Creditors
in countries to the procedure for countries which are regarded as solvent, where the conditions are drafted by the Troika and concluded by their excellencies, the financial ministers. I have been quite critical of Europe for not being more willing to recognize the need for debt forgiveness. And so I think there is a problem with the mechanisms that they have in place. That said, it is still the case that there is a great deal of frustration with the Greek government in the current situation, that they have, the repeated reform programs have gone off track, and it has required an extraordinary amount of financing from other countries in Europe to them. And so certainly I can understand the feelings of the creditor government in saying, look, we need to have a program that is working. We have to have confidence that there will be an end to this need for extraordinary financing before we give you relief. And so the idea that you would have a ESM program that would have to complete a first review, and then on the basis of that, a negotiation of debt relief, I think it makes a lot of sense. Now, certainly, it's possible to have a criticism that this is very vague, that to have these kind of negotiations without any set rules undermines the benefits that can come from people knowing that their debt will be reduced to sustainable levels. And certainly, I would see a lot of value in producing a more rules-based approach, something that would have the nature of an insolvency mechanism, something like what the Paris Club does for low-income countries. So certainly I think there is value to that, but I also recognize, particularly in the case of Greece, that in some sense it's going to still have to be contingent on policy reform. And given how uncertain developments are right now, that will take some time to be able to be put in place. And so there's going to be an element of negotiation that's really going to be unavoidable. My question is hinted at the constructions with the ESM has, that there's an assembly of private creditors which can also make conditions on a country. Well, certainly, you know, we need to have policies both for the private creditors, what we call now private sector involvement, and also for the official creditors. I think that it is right that we probably wait too long to restructure Greece's private debt in 2012. We probably should have done it a year earlier. As a result, even though those private creditors took a very significant loss, and we shouldn't forget that, there were important losses imposed on the banks, as a result, many creditors got out. And so in the end, now most of Greece's debt is public. And so ultimately now, debt relief for Greece and the ESM insolvency is really simply a question now of official claims on Greece, official debt. In that sense, it's very different from, for example, what we're seeing in Ukraine or what we see in a lot of other developing countries where the main debt is private. And I think a different set of rules are likely to be needed for those cases. In how far is a Paris Club still needed if we have, for example, we have now this ESM for the Eurozone? In how far is the Paris Club still needed for Europe? I think something like that is needed. Now, for your listeners who don't know about the Paris Club, it is an informal meeting that takes place, of course, in Paris, of official governments that have lent money to low-income countries. And when those countries get in trouble, they come to Paris and there's a negotiation. And these countries can get relief, sometimes just simply extending maturities or lowering interest rates, sometimes actual debt reduction in the debt, contingent on implementing an IMF program. I think that's a model that works very well when governments owe money to other governments for that official debt. Now, I understand that within Europe, there is it's a pejorative, Paris Club has a certain pejorative meaning. It's associated with developing countries. And I know there are many policymakers in Europe that bristle at the idea that
that a Paris Club meeting would be convened for a euro area country. And I understand that's very sensitive, but I think in terms of the substance of it, it is right to say that we need something like that. Now, when we say that, what we mean it for Greece is that they would come to the table to discuss debt relief, and there would be a very explicit set of rules that would allow for particularly the old debt to be restructured with significant concessions conditional on an adjustment program being successfully implemented. I think that is a basic principle. I think it's a very good principle. I recognize that we'll have to navigate the politics of it, so maybe we won't call it the Paris Club. Why don't we call it the Berlin Club or some other club? We'll need a different name for it to signal that we do understand that it is a different environment when we're talking about a country in the Eurozone than maybe when we're talking about a country in Africa or Asia or Latin America. But I think the economic principles are valuable and needed. We are talking about adjustment. Which kinds of austerity measures, of tax increases, of privatizations have shown to be reasonable to help countries out of an unsustainable debt situation? Well, I think you're raising an important and very difficult question. One of the things we certainly learned from the crisis is that at a time when the world is not growing fast, if we ask a country to do deep austerity, to make significant cuts in benefits or to raise taxes, in some sense, all of those type of measures will impose a very serious cost to the country in terms of growth. The drag on the economy from these austerity measures is high. But I'm not sure, on the other hand, we can avoid it. If you take a country like Greece, that at the start of the crisis had a deficit of 10% of GDP, that is an extraordinarily large number. Europe came forward with several hundred billion dollars of lending that allowed Greece to have larger deficits than they would have had without the financing. So if you're taking your deficit from 10 to 8 to 6 to 2, at one level, that is still, that is austerity. You are cutting your deficit. On the other hand, those are more generous targets than if you didn't have the financing. You're allowing the austerity to be done gradually. So in most cases when the crisis hits, countries do have to adjust. Now, I'd like to see this often done in a way which is sensitive, particularly to the social implications of adjustment, the fact that austerity often hits the hardest on the poor. That means, I think, the tax increases should be progressive. I think that in many cases where the tax base is very narrow, broadening the tax base can be an important way to avoiding putting the burden on the least able to carry it. Greece is a great example where actually effective taxes are quite low. A lot of people don't pay much in way of taxes, and if you can broaden the tax net and have upper and middle class people pay more taxes, you can avoid the burden. But I think the honest answer is that often in a crisis, you're cutting services, which have an important social effect. And I do think you need to be very sensitive to that as you're designing an optimal adjustment program. And what kind of privatizations do you regard as reasonable? I think this is tough. As a general matter, I'd like to see privatizations in an adjustment effort. I think that if we can bring more money in by selling of assets and putting them into the private sector, first of all, it means you don't have to have as much austerity elsewhere. So it's, I think, a better way of getting the adjustment. I think also sometimes putting those assets into private hands can open up markets. I think if I had one criticism of the way the programs have worked so far in Europe, they have focused probably too much on tax increases and spending cuts and less on opening up markets and dealing with what we can call the structural reforms needed to promote growth. And so if I look at a lot of these countries and think that putting assets in private hands will make it more attractive for people to come in and to invest. And so that can be a better growth strategy than one which relies simply on budget cuts. So I'd like to see privatization be part of it. But we have to be honest. It's tough. It often means attacking very strong interests within a country, and there's reasons why they become very vested and difficult to move against.
There are often strong social, environmental, labor-related reasons that are difficult with simple privatization. So I wouldn't pretend corruption can also be an issue. So the honest answer is the record of privatizations is not great. And so we shouldn't have programs that assume that we are going to have a lot of privatization. So, for example, in Greece, there is talk of $50 billion in privatization. I think that's highly unlikely, and we shouldn't be assuming it when we do a program. But as I said at the beginning, I do think that to the extent it can let you preserve certain key social programs and also generate a private sector investment response, that can be pro-growth. And what is your opinion about the privatization of public utilities and the privatization of sovereign institutions? Utilities, I do think you have to be careful. These are, as what economists would call, in many cases, a natural monopoly. And so to simply privatize the entire industry actually would not work because they would, you would, in essence, end up with monopoly pricing from the private sector. I mean, there's a reason why you want these to be regulated utilities. But often, I think, in terms of the distribution of the product, there is scope for competition. And, you know, if it helps you get the prices right, I think that would be a good thing. And what is your opinion about privatization of sovereign institutions to open up markets for sovereign services? I'm sorry, for which kind of services? Sovereign services of parts of the administration, courts, army, police, and so on. I think that's very hard. I think these are what economists call public goods. I think it's very hard to do that in scale. I think there is always going to be a legitimate role for the government. I tend to think privatization should be focused on product markets in general. So, you know, opening up things like pharmaceuticals and maybe certain kinds of transport and the like. There's often a lot of sectors where you had government regulation that helps a certain interest, but it's not particularly a public good. But I think certainly when you get into core government services, including, I think, like military and public basic public services, I think it's hard to justify the full privatization of them. Obviously, you have to look at it in a case-by-case basis. Which limits do you see for austerity measures regarding social benefits, and which limits do you see regarding tax increases? Well, on the social side, you need to have a safety net that is dependable and that can preserve public support for austerity. And so you definitely don't want to throw out your safety net. On the other hand, you want to make sure it is targeted very effectively. We're talking about Greece here, but I think Ukraine is actually another great example to look at. Ukraine had, before their crisis, essentially their safety net that was based on providing very low-cost energy to the entire population. It was done for social purposes, but it was incredibly expensive and unsustainable. And so the core part of that Ukrainian program is to raise energy prices towards market levels, but at the same time recognize that there was a social safety net element to that. And so you needed to replace that. As you were doing that, you needed to put in place a social program that provided low-cost energy to the most critically in need. And so I do think that most of these countries, I think over time, their social safety nets tend to expand as, you know, interests are compete and lobby for access to it. And I think often we find that they're not well targeted. And so I think what you generally want to do when you get into these crises, when you have to cut back, is find ways of targeting the social safety net more clearly on those in need. It might mean means testing. It might mean more narrowing the eligibility and the like. So you don't want to throw the whole program out. You want to, because otherwise you undermine support for the entire effort. But I do think that you need to put a hard test on it as to whether it really is going just to those people who are most in need. How does one find an appropriate compromise between the human rights of the creditors, I think mainly the human right to property, and but also to social security, and of the human rights of the inhabitants? See, they are mainly property, social security, but
also further social human rights, health, food, housing, if a state becomes insolvent? I mean, ultimately, I think this is what democracies have to decide. And I think that that's why it's very important to maintain popular support for reform efforts, because I do think ultimately these have to be democratic decisions. And so there are a set of issues about how you balance it against the rights of creditors. Yes. I think that is also something that becomes relevant to it. Now, you know, many of these countries in good times borrow a lot of money in international markets. And those borrowings, in many cases, allowed for very appropriate spending. Not always, but in many cases. And we want that market to stay in place. And that means that if that's going to work, lenders have to believe that there's going to be a very strong effort made to repay them. On the one hand, it can't be easy to default. A country can't just say, well, I have critical social needs, and so I shouldn't have to pay my debt. If that was the attitude, and if we had a insolvency mechanism or some other program in place that basically made it very easy for countries to default because of social pressures, then you wouldn't have a market. And so many countries that depend on borrowing to develop would lose access, and I think that would be very tragic. On the other hand, countries do sometimes get in such difficult problems that they have to restructure their debt. And when that happens, you need to have the ability to do so. Now, there are some people who would argue we need a bankruptcy court of sorts, an insolvency mechanism with the judge that would decide that. And that's what's going on at the UN right now in terms of trying to think through how that would look. I'm not convinced we need to do that, but certainly what we do now in terms of a country coming to the IMF, coming to and sitting down with its creditors and saying we can't pay and we need to restructure and to negotiate, there has to be a balance found. It can't be too easy to do it, but on the other hand, when there is a real crisis, you need the ability to do it and to get creditors to come along. And I think that's the challenge right now, is to get that balance right. How do you assess the step of the Greek government to apply for a loan from the ESM to pay back debts to the ECB, even though the debts to the European Central Bank cannot force Greece into a state insolvency procedure? Yeah, I mean, I think that whether we have a formal insolvency procedure or not, ultimately Greece's debt has to be reduced. And it will be the most easiest to do that if the debt is held by governments, not by central banks directly. And so I think ultimately the idea of the ESM replacing the IMF and the ECB over time is probably helpful to getting debt reduction, however we do it. The package that's being negotiated right now, the talk is that it will be in the range of 85 to 90 billion euros over 3 years. That's a lot of money. Probably about half of that would come from Europe directly through the so-called ESM facility. And of that 85 to 90 billion euros, about half of it goes to repay debt. And you could say, well, that's just, you know, turning over. That's not real money for Greece. It's just with one hand paying the other hand. But it is this process of that money will be used to pay off the central bank, who has acquired claims in the process of doing monetary policy. We don't want the ECB to be the main lender to Greece in normal times. We want that to be from governments. It did acquire those claims as part of the rescue packages, as part of doing monetary policy. So if we move that money to the ESM, to European governments, I think it would be even easier to restructure it over time. So in that sense, I am supportive of an ESM program that does that, and I think it's probably about fair that about half the ESM money will go to debt repayment, the other half will go to fiscal policy or to recapitalizing the banking system, which are also critical needs. What do you think about the idea that central banks buy state bonds if it's at the secondary market in order to reach again a sustainable debt situation, not more, and then to leave the bonds without any write-off in the balance sheet of the central bank?
to delay maturities. I do think that what we have learned since the crisis started is that when interest rates get near zero, central banks have to do unorthodox things to stimulate the economy. Now, we want the central banks to stimulate the economy when there is high unemployment. That's their job. And if they need to do that by buying the bonds of governments, what in the United States was termed quantitative easing, and is also now being used in Europe, if that's the way in which we can most effectively stimulate the economy when there is a high unemployment, I think the central banks should be allowed to do that. But they should be doing it for the purpose of trying to return the European economy to full employment, not to do it as a matter of debt policy in Greece. And if it does leave them with these extra bonds, I do have concerns about them making the central bank participate in a debt restructuring. If the central bank has losses, they end up having to sort of send the bill to governments anyway. And so I would prefer that we do it the way we are doing it, which is let the central bank do what is the right thing to do for monetary policy. If that means that there are Greek government bonds on their balance sheet and Greece needs debt restructuring, which they clearly do, let's have the process where the ESM, in essence, over time, takes that debt off the balance sheet of the central bank above and beyond what's needed for just monetary policy purposes. And then the restructuring is done by governments, negotiation with the Greek government through something like the Paris Club. I think that's the best scenario because it allows then the central bank to do what it sees is the right policy for the economy from a central bank perspective. In September 2014, a study has been published which has empirically proven the credit creation theory of money. It means that real money, the money on the banking accounts, comes into existence when a bank gives a loan. And which implication does this prove that real money comes into existence when a bank gives a loan have on the too big to fail hypothesis? Well, I think too big to fail is a tough issue in Europe as well as in the United States. You're right to say that under the kind of banking systems with industrial countries now rely on so-called fractional reserve banking systems, spending power or money is created. The central bank creates reserves, which are gives to banks, which then are used as the basis for lending, and that's the process through which central bank policy creates money or contracts the money supply. And I think that has served economies quite well in the modern period for the most part. But obviously it can be subject to problems, particularly when the solvency of the banking system is called into question. I think one of the challenges or one of the concerns we've had in Europe since the crisis is indeed that bank lending has been held back by concerns about solvency. Solvency of the bank, solvency of borrowers, and the like. And so the ECB's actions to ease monetary policy haven't had the kind of lending effect that we would normally expect and would like to see. And so I do think it is a concern that the banks haven't been actually more responsive in terms of lending. I don't think there's anything conspiratorial or malign about that. I think it's fundamentally that the banks are worried about their balance sheets and they're worried about the quality of borrowers and they're worried about countries. And that has acted as a real headwind, if you will, to growth. I wish that the European governments would move more quickly to full banking union and move more quickly to fix the balance sheets of European banks so that they would be in better position to lend. I think in the U.S. we did a somewhat better job of that in that we came very quickly in and forced our big banks to put in place a lot of capital and to merge. In some cases, there were significant government injections of capital. And I think that the positive of that was it restored banks to what they need to be doing, which is lending. And the lending response has been stronger in the United States and Europe. But there's a trade-off. There's a cost to that. And the cost is, and in some ways in the U.S., it made the big banks even bigger.
Now, we're trying to address that by making those banks now hold higher capital and to have plans to be liquidated if they get in trouble. We call them living wills. But it's not. But there is a trade-off there. We want the measures that help the banks lend more, which is, I think, good, also did contribute to the too big to fail. I think over time, all economies have to have too big to fail will always exist as a concern. When there are systemic crises, there's always going to be a desire to come in and help save the system, even though that means saving individual firms that may have made bad decisions. But I do think you want to limit it and you want to tax it, in a sense, make it costly to make those kind of bad decisions. And so I think ultimately we can do a lot better in making sure that there's not a strong, at least an incentive to do those kind of, for big banks to make these kind of mistakes. I mean, when real money is created by in the way that in the moment when a bank gives a loan, it seems to me that we don't need so big banks, that they can raise more loans in relation to the equity of the respective bank. Well, I mean, I think it's certainly right to say that there's a really interesting question there about whether you do need to have big banks. I think that the analytical work on that is quite mixed. There's certainly not a compelling case to say that there are such great benefits to being big that it's worth taking that risk. I think it is right to say that we are in an increasingly globally integrated world in which a lot of companies operate across many countries, and that they see a value in having a bank that can operate in all those countries with them. And I think that type of idea is part of what drives banks to get big. But I certainly think you're right to say that it's not at all clear that the benefits are that profound, or that you couldn't be equally effective in an environment in which you had smaller banks, many, many more banks that were smaller. I do think there are issues to be raised. I would like to see good regulation, but less. I don't want to see governments in the position of picking winners and losers and saying, I want this bank to succeed and this bank not to succeed, because I don't necessarily trust governments to make the right choices in that regard. But I do think certainly if the markets produce a situation where you have larger and larger banks, if you, through your capital requirements, for example, create an incentive for smaller banks to develop, I don't think that's at all necessarily a bad thing. In fact, I think that is the way the U.S. is starting to go right now. And you're going to see higher capital requirements on the bigger banks than on the small banks, and I think that will actually be an incentive for exactly the kind of development that you're describing. You mean that's so the market access for new smaller banks and so for more competition is easier this way? I think certainly there is a pro-competitive element. I think there are some economies that come from being able to be to work with a company across many different countries and many different products, and the large banks have an advantage in doing that, being a one-stop shop, if you will, and there's knowledge and information that comes from being that kind of large bank. But I certainly think you're right to say that those advantages can be overestimated. I would like to come back to the issue of human rights. Certainly, the creditors have human rights, also the people in the debtor countries. How can one make sure that the human rights of both sides are respected, I mean, in formal terms? I think ultimately you want to have democratically accountable governments that are able to come to the table and to talk to its creditors on an equal basis, and with the in cases where it's judged merited, the strong support of the international community. That's actually why I've often felt the need to be a strong international monetary fund in these negotiations or in these discussions. Often the International Monetary Fund is thought of very negatively by a lot of people in the countries. When they come in during the crisis, they're often coming with the call for austerity. They're often seen as people bringing the nasty policies and putting them in place. But when it comes to debt restructuring, when it comes to, it's their judgment that the debt is unsustainable.
and their judgment that relief is needed, which sort of, in a sense, allows the country to have an equal standing at the table with the creditors. And so I think the international community has to provide a framework for these discussions to take place and some rules that allow a fair balancing of interests. Ultimately, the best way to protect the human rights in a country is to try and do what you can to avoid getting into these crises. And that means not over-borrowing. It means addressing your problems very quickly and not denying them. And it means generating international support so that when you do need to restructure, you have a lot of people behind you and supporting your effort. Many thanks. Thank you for having me on. Many thanks for the interview. Sie hören den zweiten Teil der Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Es ist heute Donnerstag, der 27. August 2015. Gleich werden Sie das Interview hören mit Professor Franz Hörmann von der Wirtschaftsuni Wien zum Thema Zentralbankgeld. Ja, wir hatten vor einigen Monaten das Interview mit Professor Richard Werner, der letztes Jahr im September 2014 in der International Financial Review Elsevier Verlag veröffentlicht hat, seine Studie, der untersucht hat, wo kommt das Giralgeld her und empirisch nachgewiesen hat, dass es aus dem Nichts geschöpft wird von den Banken mit dem Buchungssatz Forderung an Verbindlichkeit, wenn die Banken nämlich einen Kredit vergeben, Kreditgeldschöpfungstheorie. Und wir haben eben gehört in dem Interview mit Dr. Kahn, dass auch die fraktionelle Reservetheorie, dass das Giralgeld also eher von der Notenbank kommt, auch zahlreiche hochrangige Anhänger hat. Ja, aber was im Vergleich dazu ist Zentralbankgeld? Also das Geld, womit zum Beispiel die Europäische Zentralbank ein Programm aufgelegt hat, für bis zu 1.000 Milliarden zum Kauf von verbrieften Hypothekenforderungen und von Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt. Woher hat die Europäische Zentralbank dieses Geld? Bucht sie es an Ertrag oder schöpft sie es ähnlich wie die Banken Forderungen an Verbindlichkeit? Dazu habe ich Professor Franz Hörmann befragt, also auf jeden Fall auch, was der Buchungssatz ist. Und was sind überhaupt die Vorschriften dafür, wie Zentralbankgeld entsteht? Und wenn die Europäische Zentralbank so viel Staatsanleihen kauft oder verbriefte Hypothekenforderungen und wenn jetzt die Schuldner zu diesen Hypothekenforderungen oder die Staaten das nicht zahlen können, kann die EZB das dann beliebig stunden? Oder wenn die Forderungen ausfallen, muss sie die abschreiben, so wie private Firmen das auch müssten, wenn Forderungen ausfallen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich wenn die EZB Verluste macht, müssen dafür letztlich die nationalen Notenbanken und für die wiederum die Steuerzahler aufkommen. Und in dem Interview mit Professor Hörmann haben wir auch das Thema Staateninsolvenz angesprochen. Können Staaten, dürfen Staaten überhaupt in ein Insolvenzverfahren kommen? Ja, außerdem habe ich ihn gefragt nach Target-2-Salden. Das haben Sie vielleicht gifu-gehört, dass Professor Sinn vom IFO-Institut immer davor warnt, dass die Target-2-Salden zu hoch werden und dass da große finanzielle Belastungen auf uns zukommen können. Und in dem Zusammenhang habe ich auch Professor Hörmann gefragt, ob diese Target-2-Salden innerhalb der EU, innerhalb der Eurozone, ob das auch etwas mit Zentralbankgeld zu tun hat, wie die entstehen und was das bedeutet. Ja, bitte um Start des Interviews und die nächste Sendung Macht und Menschenrechte wird dann im September diesen Jahres sein. Es ist Samstag, der 4. Juli 2015. Dies ist ein Interview für unser Politikblog und für die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Es geht um Zentralbankgeld. Ich darf ganz herzlich begrüßen Herrn Professor Franz Hörmann aus Wien.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Dann geht es sich bei euch sein darf. Herr Professor Hörmann, auf welche Weise wird denn das Zentralbankgeld aufgebracht bzw. geschöpft, welches die Europäische Zentralbank für ihr 1000 Milliarden Euro Programm verwendet, womit sie verbriefte Hypothekenforderungen kauft und auch Staatsanleihen? Ja, genau so wie bei den Geschäftsbanken auch, durch einen Buchungssatz. Allerdings bei den Zentralbanken nicht einfach nur durch Forderung an Verbindlichkeit, wie das die Geschäftsbank praktiziert, sondern in der Regel durch den Ankauf sogenannter Assets. Also die Zentralbank muss bestimmte Werte kaufen und dann ihre eigenen Schuldscheine verteilen. Ein solches Asset könnten Devisen, Immobilien, Edelmetalle, Wertpapiere und etc. sein. Aber wir sehen hier gleich Folgendes. Einerseits ist ja unser Geld ein Tauschmittel. Das heißt, es wird hier immer eine Leistung und eine Gegenleistung impliziert. Andererseits soll aber hier Geld geschöpft werden. Und das geht in Wirklichkeit mit dieser Art von Buchungssätzen nicht vernünftig. Es sei denn, man übt eine Art Bereicherung aus. Denn das, was hier passiert, ist, die Zentralbank eignet sich Eigentum an anderen Werten an. Und die entscheidende Gretchenfrage ist jetzt zunächst mal, wer entscheidet denn über den Wert dieser Assets, die da gekauft werden? Nicht? Also wer ist maßgeblich dafür, mit welchem Wert die dann zu Buche stehen? Weil das ist dann der Gegenwert der Geldschöpfung, den die Zentralbank unternimmt. Und auf der anderen Seite, wenn die Zentralbank diese Devisen, Immobilien, Edelmetalle, Wertpapiere kauft, die entscheidende Frage, wem gehört denn dann die Zentralbank? Nicht? Denn die Zentralbank selber ist ja wieder nur eine anonyme Institution, die selbst wieder in einem Eigentum steht. Und es wäre hoch an der Zeit, wenn hier in hohem, hohem betraglichen Ausmaß sogenannte Werte angekauft werden, um Geld, also eigentlich Recheneinheiten zur Verfügung zu stellen, hier einmal durchzugreifen und die Frage zu stellen, wem gehört. Ja, wenn sie das Geld jetzt schöpft, um dieses Ankaufprogramm zu machen, mit welchem Buchungssatz wird das geschöpft? Aufforderung an Verbindlichkeit, wie beim Girard-Geld? Nein, Asset an Verbindlichkeit. Nicht? Also sie nimmt ja dann diese Vermögensgegenstände, zum Beispiel Devisen, Immobilien und so weiter, in die Bilanz auf. Und dann steht da drinnen eben Immobilie an Einlage, Zentralbankeinlage. Und das ist dann der Schuldschein der Zentralbank. Ja, der auf der Passivseite der Bilanz der Zentralbank steht. Es ist ebenfalls eine Bilanzverlängerung. Aber es entsteht eben das Eigentum an den gekauften Assets bei der Zentralbank. Und jetzt kann man sich natürlich auch ansehen, welche Assets das sind. Wenn es zum Beispiel Devisen sind, über Devisen ja Geschäftsgeld wieder von Geschäftsbanken, ja, die dann teilweise wieder in den Kreditgeld-Luftbuchungen der Geschäftsbanken entstehen. Das heißt, wenn solche Devisen dann wieder als Auslöser und als Rechtfertigung und Grundlage der Schöpfung von Zentralbankgeld verwendet werden, dann haben wir ja auch wieder einen logischen Zirkelschluss. Ja, weil Geld niedrigerer Ordnung rechtfertigt dann die Schöpfung Geldes sozusagen höherer Ordnung. Und auch die Bewertung, was Immobilien eigentlich wert sind, unterliegt ja immer Marktpreisschwankungen. Wer bestimmt daher die Preise? Ja, lässt sich da die Zentralbank bewusst wieder auf Preisblasen ein, um Geld zu schöpfen? Wer entscheidet das? In Wirklichkeit die Eigentümer. Die Eigentümer der EZB scheinen ja die Notenbanken der Mitgliedsländer zu sein, die den Euro haben. Denn wenn die EZB Nachzahlungen braucht, müssen die Notenbanken der Mitgliedstaaten, also in Deutschland die Bundesbank, dafür gerade stehen. Ja, spannend. Da müssen wir aber noch weiter schauen, nicht? Wer sind dann dort wieder die Eigentümer? Eigentümer sind für mich immer natürliche Personen und keine Institutionen, nicht? Da kann man wieder runtergehen auf die Geschäftsbanken, aber auch die stehen wieder im Eigentum. Wir müssen hier wirklich ans Ende der Kette schauen, um auf die einzelnen Personen einmal zuzugehen und zu sagen, welche Spiele treibt ihr hier? Wie in russischen Matrioschka-Puppen, ja, verschachtelt, immer wieder in neuen Hüllen. Um Geldschöpfungsprozesse durch verschiedene Ebenen zu verschleiern. Ja klar, wenn man immer weitergeht, manche Staaten haben ja möglicherweise private Beteiligte an ihren Notenbanken und nicht unbedingt den Staat. Dann sieht man, wer dann von den Gewinnen der Notenbank profitiert oder im Zweifel dafür einstehen muss.
Richtig, richtig, genau. Dann sieht man die wahren Interessenslagen und wir sollten ehrlich so ehrlich sein, diese Interessenslagen einfach auf den Tisch zu legen. Denn es geht ja jetzt in letzter Konsequenz um das Wohl der gesamten Bevölkerung. Jetzt gibt es ja einmal den Buchungssatz, wenn man das Zentralbankgeld schöpft. Und dann wird das Zentralbankgeld doch irgendwann auch wieder vernichtet. Genau wie Giralgeld. Bei Giralgeld war es ja umgekehrt. Statt Forderung an Verbindlichkeit, Verbindlichkeit an Forderung. Und wann verschwindet denn Zentralbankgeld wieder und wie bucht man das? Ja, theoretisch, wenn die Geschäftsbanken, die dann das Zentralbankgeld erhalten, es wieder an die Zentralbank zurückzahlen. Nicht? Aber es ist die Frage, ob die das dann in dieser Form tun oder ob sie es wieder als Einlage der Zentralbank zur Verfügung stellen, um von der Zentralbank dann dafür wieder Zinsen zu erhalten, beziehungsweise von der Sicherheit zu profitieren, dass das Geld im Wert erhalten bleibt, wenn es bei der Zentralbank hinterlegt ist. Aber das ist eine in Wahrheit ziemlich ungeklärte Problemlage, ja, wie das mit der Vernichtung, mit der Schöpfung dieser Gelder aussieht. Darum gibt es ja auch die vielen unterschiedlichen Ebenen der Geldmenge, M0 beispielsweise, ja, wo ja eben Zentralbankgeld involviert ist und auch die hinterlegten Mindestreserven etc. Aber das würde es in dem Fall gar nicht brauchen, wenn wir ein transparenteres System hätten. Also diese zwiebelschalige, schichtenartige Verschleierung der unterschiedlichen Gelddefinitionen und das Versteckspiel der wirklichen Interessenten und der wahren Eigentümer durch viele, viele Banklevels und Bankstrukturen hindurch erschwert ja heute auch die Verhandlungssituation, weil ja in Wirklichkeit immer nur Repräsentanten von Repräsentanten von Repräsentanten miteinander verhandeln und die eigentlich nicht die wirklichen Interessenslagen ihrer Auftraggeber kennen. Das ist, das glaube ich, eines der Hauptprobleme, das wir heute haben. Was ich noch versuche zu verstehen, ist diese Verbindlichkeit, die gebucht wird bei der Schaffung von Zentralbankgeld. Was ist das jetzt für eine Art von Verbindlichkeit und erfüllen damit die Banken gleichzeitig Einlageverpflichtungen bei der EZB? Ja, also diese Verbindlichkeit ist eine Verbindlichkeit der EZB selbst. Ja, das ist also eine Art Einlage, die sie selber schöpft. Aber das Interessante ist ja, dass es für diese Art von Buchungen auch auf der Ebene der Zentralbank keine wirklichen Rechtsvorschriften gibt. Es gibt nur in Artikel 8 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft die Erwähnung einer Satzung des europäischen Systems der Zentralbanken und der EZB selbst. Und wenn man sich diese Satzung näher ansieht, dann findet man darin nur sehr schwammige allgemeine Ziele, wie zum Beispiel geldpolitische Ziele, vor allem die Sicherung der Währungsstabilität, aber man findet keine wirklichen Buchungssätze. Nicht? Die Buchungssätze unterliegen in Wahrheit einer schlichten Logik. Ich habe nur die Aktiv- und die Passivseite und da habe ich Umlauf- und Anlagevermögen und dann habe ich Eigen- und Fremdkapital. Und aus dieser simplen Buchungslogik und dieser simplen Klassifikation ergeben sich dann alle Buchungsmöglichkeiten, die denkbar sind. Die Bedeutung der Zuordnung selbst, aber auch die Auslöser und vor allem auch die Bewertung dieser Buchungen sind dann eine rechtliche Frage. Nicht? Wir müssen also immer zwei Dinge trennen. Das eine ist die reine Buchungslogik, die ökonomisch und man kann sagen rechnungslegungstheoretisch abgesichert ist. Das ist, kann ich sagen, der einfache Teil. Wenn man also da die Bilanzseiten verstanden hat und weiß, was Eigen- und Fremdkapital ist und Anlage- und Umlaufvermögen, dann kommt man schon einigermaßen durch. Ja? Aber auf der anderen Seite stellt sich die Frage, welche Werte, welche Zahlen werden dann tatsächlich dort eingebucht? Ja? Und was bedeutet das dann aus rechtlicher Sicht? Und das sind Fragen, die juristische Dimensionen aufwerfen. Fällt jetzt ein Vergleich ein damit, wenn ich jetzt eine GmbH hätte und ich würde jetzt Gegenstände auf die GmbH übertragen, würde aber nicht das Festkapital dabei erhöhen, dann würde ich doch innerhalb der GmbH auf der Aktivseite dann die Aktiva buchen mit dem Wert, was ich meine, mit dem die zu bewerten sind und auf der Passivseite eine Kapitalrücklage. Ist das dann zum Beispiel? Das wäre in dem Fall dann, weil es eingebracht ist, auch ein Eigenkapital. Ja? Gar keine Frage. Auf die Art und Weise würde Eigenkapital entstehen, weil Sie ja der Eigentümer sind. Wenn Sie das allerdings jetzt in einem Verleihvorgang machen, dann hätten Sie Fremdkapital auf der Gegenseite. Nicht? Je nachdem, wie also der Rechtstitel aussieht. Und die Rechtstitel, das ist eine Frage dann des Bankenrechts. Und das ist leider Gottes auf der Ebene der Zentralbank nur allgemein schwammig formuliert. Die Anlassfälle, wie dann die Zentralbanken für welchen Zweck den Geschäftsbanken Geld zur Verfügung stellen, die sind dann politisch motiviert und entziehen sich dann mit einer eindeutigen rechtlichen Zuordnung. Und das ist eines der Hauptprobleme, das wir heute haben. Das ist die viel gepriesene Freiheit der Zentralbanken von der Politik. Und man muss sagen, nicht von der Politik, sondern eigentlich von der Gesetzgebung, leider Gottes. Ja. Was
Und ist das jetzt eine Verbindlichkeit der Zentralbank, wie ich das richtig verstanden habe, kein Kapital? Naja, wenn Sie es als Geld in Umlauf bringen, ja, als Dichteinlage, dann ist es eine Verbindlichkeit. Im anderen Fall wäre es ein gedruckter Geldschein, dann müsste es als Geldschein zur Verfügung gestellt werden, dann wäre es wieder Eigenkapital. Aber Sie sehen sofort, wo die Problematik liegt. Ja. In unserem heutigen Schuldgeldsystem ist ja jedes Zahlungsmittel an sich ein Schuldschein. Also kann in Wirklichkeit auch auf Zentralbankebene Geld in Wahrheit nur als Schuldschein entstehen. Daher müsste es eigentlich Fremdkapital sein. In dem Moment, wo aber jetzt würde die Zentralbank tatsächlich auf der Gegenseite hier Eigenkapital erschaffen, musste man ganz offen sagen, mit welcher Rechtsgrundlage macht sie das? Das könnte sie in Wirklichkeit nur auf der Grundlage eines Handelsrechts machen. Ja? Und wo haben wir eine handelsrechtliche Norm, die einer Zentralbank die Regeln vorgibt, ja, wie sie zu ihrem Eigenkapital kommt und wie nicht? Und das sind genau die Punkte, wo uns heute die Rechtsgrundlagen in Wirklichkeit, die vernünftigen, einsehbaren, transparenten Rechtsgrundlagen fehlen. Ja. Und deswegen kann man auch solche Dinge wie einen europäischen Stabilitätsmechanismus und solche Institutionen rein politisch schaffen, weil dafür rechtlich keine eindeutigen Rahmenbedingungen etabliert sind. Also jede Einigung, die hier ein paar Bankeigentümer miteinander schließen, können sie sofort in ein gesetzesähnliches Konstrukt formulieren, weil es nämlich keine Rahmenbedingungen gibt, keine übergeordneten, beispielsweise verfassungsrechtlichen Normen, die einer Zentralbank den Rahmen setzen. Und das wird ja wieder politisch argumentiert, dass man sagt, die Zentralbanken sollen unabhängig sein von der Politik. Tatsächlich sind sie aber nicht von der Politik, sondern sie sind von dem Verfassungsrecht und von den Rechtsgrundlagen haben sie sich verselbstständigt. Sie können in Wirklichkeit sagen, ob ich eine Schuld eingehe oder ob das mein Eigentum ist, das entscheide nur ich selbst. Und das ist etwas, was in einer normalen Rechtsordnung so nicht sein sollte. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die sich, wenn sie diese Zahl hören, 1000 Milliarden, die die EZB verwendet, für das Aufkaufprogramm, fürchten vor einer Inflation von bis zu 1000 Milliarden. Andererseits heißt es doch auch, dass Zentralbankgeld jetzt nicht in den normalen Geldkreislauf kommt, in der Realwirtschaft. Was ist da Ihre Auffassung dazu? Stimmt das, dass Zentralbankgeld nicht in den allgemeinen Geldkreislauf kommt, also von der Realwirtschaft, und wie ist die Inflationsgefahr? Das ist wunderschön formuliert, nicht, dass Sie nach meiner Auffassung fragen. Das ist nämlich, da können Sie viele verschiedene Fachleute befragen und jeder kann Ihnen in Wirklichkeit nur mit einer Auffassung dienen. Ganz ähnlich wie auch bei diesen fehlenden Rechtsgrundlagen der Zentralbanken. Tatsache ist, wenn wirklich nur die Zentralbank das Geld schöpft und wenn die Zentralbank wieder nur dieses Geld den Geschäftsbanken zur Verfügung stellt, und es passiert nur bis dorthin, die Geschäftsbanken haben dann sogenannte Liquidität, ja, es ist aber noch nicht entschieden, wofür sie die verwenden, ja, dann ist bis zu diesem Zeitpunkt natürlich keine Inflation entstanden, weil hier auch keine Nachfrage an einem Markt involviert war und damit auch die Preise sich nicht entsprechend verändert haben. Ja, das ist ganz klar. Was jetzt aber die Geschäftsbank damit macht, mit dieser Liquidität, ob sie damit auf Märkten preisbeeinflussend auftritt, oder das zum Beispiel wieder bei der EZB oder sonst irgendwo veranlagt, wo eben realwirtschaftliche Preise zum Beispiel gar nicht berührt werden, ja, das ist eine nachgelagerte Frage. Tatsächlich ist es eine Frage, ob Liquidität in Form von Nachfrage auf einem bestimmten Markt auftritt, dann kann dort ein Preis steigen und dann kann Inflation entstehen. Das ist keine Frage. Nicht? Daher ist es nie eine Frage der ausgedehnten Geldmenge, ob Inflation entsteht, sondern es ist im konkreten Fall immer zu sagen, welcher Preis wird durch welche Nachfrage beeinflusst. Und nur dann kann man, und auch wieder nur auf diesem Markt, ja, wo sich die Nachfrage liquiditätsmäßig erhöht von steigenden Preisen und damit von Inflation ausgehen. Inflation, jetzt querflächig durch die ganze Bevölkerung oder den ganzen Euroraum gerechnet, halte ich daher auch wirklich, muss man ehrlich sagen, für eine ziemlich aussagelose Zahl. Da ist es mir wesentlich wichtiger, statistisch genau zu verfolgen, wie beim Supermarkt an der nächsten Ecke die Preise sich entwickeln oder sagen wir in einem Bundesland. Ja, das hat alles noch bei realen Gütern und Dienstleistungen wesentlich mehr mit der Wirklichkeit zu tun als statistische Kenngrößen in aggregierter Form über den ganzen Euroraum beispielsweise. Jetzt gibt es bei den Verträgen EFSF und ESM, also der dritte und der vierte Mechanismus mit der Troika, die Möglichkeit, dass dort Staaten sich Kredite nehmen, um das Geld zu investieren für die Rekapitalisierung
von Banken, also dafür Kapitalerhöhung, wo die Staaten Anteile an den Banken haben. Aber andererseits könnte doch auch die EZB den Banken helfen, genau das, was sie jetzt tut, und denen ihre wackeligen Kreditforderungen mit Zentralbankgeld abkaufen. Da stellt sich die Frage, warum hat man solche Vorschriften geschaffen, wenn doch die EZB den Banken direkt helfen kann? Naja, das ist ein, diese Frage lässt sich relativ einfach beantworten, nicht? Denn jede Verleihe geschöpften Geldes, also jeder Buchungsvorgang, wo der Empfänger, also der, der dann über das neue Giroguthaben verfügen kann, glaubt, er habe hier etwas geliehen erhalten, der ist dann in einer gefühlten psychologischen und auch rechtlichen Abhängigkeit vom Geldschöpfer bzw. Geldverleiher. Und diese gefühlte Abhängigkeit führt dazu, dass auch die Politiker, die sich dann unter so einen ESM-Schirm begeben, an der kurzen Leine liegen. Das heißt, an und für sich könnten ja diese Politiker, die nationalen Landespolitiker, jederzeit durch ihre eigene, vor allem verfassungsrechtliche Gesetzgebung, die Regeln der Geldschöpfung overrulen. Ja? Auch was die EZB macht, müssten sich in Wirklichkeit die Nationen, die einzelnen Länder nicht gefallen lassen. Die regionalen Nationalbanken könnten jederzeit auf die Idee kommen, beispielsweise rein buchungstechnisch sämtliche Geschäftsbanken zu retten. Und das könnte man sofort in jedem Nationalstaat einfach, indem bei Kreditausfällen auch parallel auf der Bilanzebene die Sichteinlagen aufgelöst werden als Ertrag, genauso wie die Forderungen, die ausfallenden Kreditforderungen als Aufwand ausgebucht werden. Dann steht dem Aufwand ein gleich hoher Ertrag gegenüber. Ja, das ist daher für die Geschäftsbank erfolgsneutral. Und gleichzeitig wird eine Rücklage zur Umlaufsicherung eingestellt. Dann bleibt nämlich das Giralgeld auch in Umlauf. Das heißt, es handelt sich um einen, den berühmten Debt Equity Swap, also um einen Tausch von Fremdkapital gegen Eigenkapital anlässlich von Kreditausfällen. Das könnte in einem Staat sofort als Gesetz eingeführt werden. Dafür braucht man 2, 3 Sätze, ja, in einem Bankwesengesetz, dass es funktioniert. Dieses neue Eigentum an der Bank wäre staatliches Eigentum, öffentlich-rechtliches Eigentum. Damit wären die Regierungen, ja, als Volksvertreter an diesen Geschäftsbanken mitbeteiligt über diese Umlaufsicherungsrücklage und könnten damit über das bedingungslose Grundeinkommen und andere Dinge in der Bank mitregieren. Ja. Das wäre ein ganz wesentlicher Schritt in Richtung Freiheit. Und genau damit die Politiker auf diese Ideen gar nicht kommen und sich gefühlt in einer starken Abhängigkeit von einem vorgetäuschten Geldgeber, der ja wieder nur über Buchungstechnik verfügt, nämlich in dem Fall den ESM verfügt, ja, genau dafür sind diese stringenten Regeln eingeführt worden, vor allem auch die Regeln, dass innerhalb weniger Tage irrsinnig hohe Zahlungen an den ESM gefordert werden können, denn das erzeugt psychologischen Druck. Die Politiker wissen, das wird schwierig, wenn es denn überhaupt machbar ist. Und damit stehen sie unter psychologischem Druck, ja, durch die anonymen Fädenzieher hinter den Kulissen des ESM. Und das ist der wahre Grund, warum das also so installiert wurde. Also um den Staaten Auflagen zu machen, was man nicht könnte, wenn den Banken direkt geholfen wird. So ist es, richtig. Denn wenn die lokalen Politiker, die Politiker der Nationalstaaten mit ihren regionalen Zentralbanken, mit den Nationalbanken, die Banken in diesem Muster, die Geschäftsbanken selbst retten würden, dann wären sie ja von Brüssel und dann wären sie auch von der Europäischen Zentralbank unabhängig, gefühlt unabhängig und könnten auch ihre eigene Geld- und Währungspolitik verfolgen. Und genau das sollte ja nicht zugelassen werden. Das ist ja auch das tiefere Grund, warum der Euro eingeführt wurde. Muss die EZB Forderungsausfälle, die hat ja jetzt ganz viele Forderungen aufgekauft, ja, als Aufwand verbuchen, wie andere bilanzierende Unternehmen auch, oder kann die das beliebig in die Zukunft verschieben? Da sind wir jetzt wieder genau am Punkt. Das ist die Frage, in welcher Rechtsform sie agiert. Ja. Wann zum Beispiel ein Insolvenzkriterium gegeben wäre, ja, an und für sich müsste sie, selbstverständlich. Ja. Natürlich kann man je nach Bilanzierungsnorm, kann man Aufwendungen auch in die Zukunft verlagern. Gar keine Frage. Ja. Man kann Rechnungsabgrenzungsposten einführen und Ähnliches. Diese Dinge sind beliebig verschiebbar, da gibt es keine eindeutigen Regeln. Und genau das ist jetzt der Punkt. Solange wir hier keine eindeutigen Bilanzierungsregeln haben, wo wir insbesondere auch ein Insolvenzkriterium für eine Zentralbank formulieren können, hat das Ganze natürlich keinen Sinn. Wir müssen politisch tiefer gehen, ja, rechtstheoretisch auch die Frage stellen, welchen Rechtsnormen untersteht eigentlich eine Zentralbank? Nicht Handelsrecht
hat ja nur dann eine Berechtigung, wenn verschiedene Händler, die Handel treiben, rechtlich alle auf einer Ebene stehen. Nicht? Die stehen sich also auf Augenhöhe gegenüber, und weil sie einander auf Augenebene, auf Augenhöhe gegenüberstehen, brauchen sie eine eindeutige Rechtsnorm, damit in Interessenskonfliktsituationen hier auch vernünftig und gerecht entschieden werden kann. Die Frage ist, wem steht eine Europäische Zentralbank beispielsweise in Augenhöhe gegenüber? Gibt es überhaupt eine Institution, die quasi auf Augenhöhe mit der EZB Geschäfte tätigen kann? Falls ja, dann wäre ein eigenes Handelsrecht, eine Norm, ja, eine übergeordnete Norm für die Geschäfte der EZB notwendig. Falls nein, ja sowieso nicht, aber dann ist die EZB eigentlich ein Machtgebilde und nicht Bestandteil eines allgemein anerkannten handelsrechtlichen Systems. Ich kenne es jetzt bei Insolvenz im privatrechtlichen Raum so, dass es da zwei Möglichkeiten gibt. Einmal von der Liquidität her, dass man einen gewissen Zeitraum die Schulden überfällig hat und dass dann einer der Gläubiger dann für einen Insolvenzantrag stellt, beziehungsweise man das selber tun muss, um nicht wegen Insolvenzverstörung möglicherweise sogar bestraft zu werden. Und das andere Kriterium, das ist wahrscheinlich das Schwierigere, dass man überschuldet ist, aber nicht gemessen an Buchwerten, sondern an Verkehrswerten. Über Verkehrswerte kann man sich wieder streiten, wenn das der Fall ist. Ja, man kann sich in Wirklichkeit über alle Werte streiten. Aber jetzt sind wir genau am Punkt. Das, was Sie hier erwähnen, also die Unterscheidung zwischen einer Vermögens- und Schuldenübersicht, ja, einer Überschuldung oder einer Unterliquidität, eines Liquiditätsengpasses, das gibt es ja in Wirklichkeit schon bei den normalen Geschäftsbanken nicht. Geschäftsbanken können nie in Liquiditätsschwierigkeiten kommen, solange sie noch die Möglichkeit der eigenen Geldschöpfung der Kreditvergabe haben. Und weil dieses Buch für Sie, das Sie da schöpfen, in Wirklichkeit eine Verbindlichkeit ist, ja, gibt es für die Geschäftsbanken auch nicht so etwas wie Liquidität, sondern es gibt nur einen Geldschöpfungsspielraum, der aber wieder auf der Bewertungsgrundlage Vermögen versus Schulden beruht, also auf einem Überschuldungskriterium und nicht auf Liquidität. Der Begriff Liquidität existiert nur bei realwirtschaftlichen Unternehmern. Ja, bei Banken gibt es nur Bilanz- und Überschuldungskriterien. Das, was dort Liquidität genannt wird, ist eigentlich ein fälschlicher Begriff. Ja, der ist eigentlich eine Enttäuschung. Den dürfte man gar nicht verwenden. Nicht? Und jetzt kommt dann eben die nächste Frage. Die nächste Frage ist, wie sieht es bei einer Zentralbank aus? Kann eine Zentralbank dort überhaupt noch überschuldet sein? Macht eine Überschuldung bei der Zentralbank Sinn? Würde es theoretisch schon, wenn wir genau hinschauen und definieren, was ist denn bei der Zentralbank dann das Eigenkapital, und dann kommt sofort der nächste Punkt, und wer haftet dafür und wer ist der Eigentümer? Und wie wird durchgegriffen bis ans letzte Ende der Kette? Ja, denn nur das ist ja das, was im normalen Handelsrecht in Wirklichkeit Sicherheit gibt. Ja, wenn ich weiß, wem gehört eine GmbH, wem gehört eine Aktiengesellschaft, ja, wer ist da in Wirklichkeit dafür verantwortlich, wenn da zum Beispiel nur ein Treuhänder dahinter steht und der hält das wieder für einen Treuhänder und irgendwann weiß der dann nicht mehr, wen er eigentlich vertritt, ja, dann sehen wir, dass das Ganze ein völliger Unsinn ist. Ja. Und das ist eben genau die Situation, in der wir im Bankenbereich leider Gottes immer wieder landen. Ja, was man vielleicht auch erwähnen sollte, ist, dass es beim ISM auch ein Staateninsolvenzverfahren gibt. Und wenn Staaten sich da Kredit nehmen, dass sie dann mehr Druck als bei den anderen Mechanismen bei der Troika bekommen, auch Daseinsvorsorge, Hoheitliches, alles, was sie noch haben, zu privatisieren. Die anderen Mechanismen haben so ein Staateninsolvenzverfahren mit der Troika. Zum Schützen. Staateninsolvenz, das finde ich sowas von absurd. Das kann es überhaupt nicht geben. Ja, das kann es nicht geben. Und zwar aus zwei Gründen kann es das nicht geben. Erstens, gehen wir mal davon aus, ein Staat wäre ein öffentlich-rechtliches Gebilde. Wenn der Staat ein öffentlich-rechtliches Gebilde ist, dann ist er auch der Gesetzgeber. Ja, dann hat er unter anderem ja auch die Macht der Gesetzgebung. Und der Gesetzgeber kann sich nicht selber in Insolvenz begeben. Nicht, denn Insolvenz ist ja ein Gesetz, das der Gesetzgeber selbst erlassen hat. Ja, und damit wäre das eine Verwechslung der Rechtsebenen. Das ist ja, wäre ja absurd. Ich kann ja nicht selbst der Normenerschaffer sein und mich dann unter diese Norm, die ich selbst erschaffen habe, wieder drunter stellen und sie auf mich selber anwenden. Geht alles nicht. Ja? Also Staaten, wenn sie Gesetzgeber sind oder wären, ist ja zu hinterfragen, wer wirklich die Gesetze erlässt. Das ist der nächste Punkt. Aber wenn sie öffentlich-rechtliche Gebilde wären, die selbst für die Gesetze verantwortlich sind, dann können sie unter solche auch nicht fallen, weil ein Staat ist kein Kaufmann. Ja?
Also Insolvenz gibt es nur für Kaufleute oder Private, und weder der Staat ist weder ein Privatmann noch ist ein Kaufmann. Ja. So, jetzt kommt aber die zweite Frage. Nehmen wir mal an, die Staaten wären Kaufleute. Nehmen wir mal an, die Republik Österreich wäre nur eine Corporation, ja, in einem amerikanischen Handelsregister eingetragen, oder die BRD wäre nur eine Finanzierungs GmbH mit einer Geschäftsführung und einer UID-Nummer. Nehmen wir mal diesen Fall an. Dann ist die Frage, wer hat dann überhaupt die Gesetze geschrieben und welche Gültigkeit haben sie? Und wenn wir uns dann auf die Ebene der Steuerzahler begeben, dann würde ich sofort die Frage stellen, wann habe ich jemals einen Vertrag unterschrieben, um Steuern zu zahlen und in welcher Höhe? Und wenn ich mich nicht erinnern kann, einen Vertrag unterschrieben zu haben, um Steuern zu zahlen, dann macht mir der ganze Rest auch keine Sorgen mehr, weil dann ist das alles einfach nicht gültig, weil einfach Handelsfirmen keine Gesetze erlassen können, die andere, Dritte, die keine Verträge unterschrieben haben, binden können. Und schon ist der ganze Knoten gelöst. Das ist in Wirklichkeit ganz einfach. Ja. Ich habe das deshalb auch angesprochen, denn laut einem Bericht des Focus hat die griechische Regierung 27 Milliarden Schulden gegenüber der EZB zurückzahlen und dafür einen Kredit beim ISM aufnehmen, also praktisch mit Risiko, statt ein Insolvenzverfahren zu kommen. Und da stellt sich die Frage, warum machen die das? Warum lassen die mitten nicht die EZB den Kredit zu stunden oder das mit Zentralbankgeld auszugleichen? Ja, das ist genau der Punkt. Der ESM ist ja eine Machtmaschine, wo die Vertreter nach Artikel 34 komplett allen Sanktionen entzogen sind und einer Schweigepflicht unterstehen und so weiter. Gibt es eine schöne Website auf de.metapedia.org, ja, im Wiki ESM, einfach mal sich schlau machen, ja, was das eigentlich bedeutet. Und das ist eindeutig ein nicht demokratisches Gesetz. Ja, das, was hier eingeführt worden ist, ist also eine Verschleierung und eine Vortäuschung höchsten Ausmaßes. Und spätestens da, aber alles spätestens da, muss man einfach erkennen, dass auch die anderen Gesetze bis hin zur Steuerpflicht in Wirklichkeit nur Vortäuschungen sind und sich kein Bürger und keine Bürgerin jemals an irgend so etwas gebunden fühlen müssen, wenn sie sich informieren, wenn sie sich schlau machen. Also jeder, das ist vor allem die ganze Freeman-Bewegung, nicht? Das sind jetzt die naturrechtlichen Bewegungen, das ist das Common Law, International Common Law, das jetzt immer mehr um sich greift, das sind alternative Rechtssysteme, die jetzt immer mehr etabliert werden auch, damit endlich die Menschen auf Augenhöhe untereinander und miteinander die Verträge schließen können, die sie wirklich schließen wollen. Nicht altrömische schuldrechtliche Verträge oder sachenrechtliche, sondern menschenrechtliche Verträge. Nicht? Also ein Rechtssystem, das dem Menschen, der menschlichen Natur und auch dem Leben, der Ökologie und dem Planeten und der Erde entspricht. Das ist eben das, was wir bisher eigentlich, kann man sagen, über gut zwei Jahrtausende nicht wirklich hatten. Nicht? Abgesehen von manchen Kulturräumen, wie zum Beispiel den Native Indian, ja, oder ähnlichen Inselbewohnern, ja, oder Urwaldvölkern, die da teilweise viel natürlichere und vernünftiger nach gerechtere Regelungen in Anwendung hatten und dann natürlich von Kolonisatoren und Konquistadoren unterworfen und teilweise ausgerottet wurden. Also das ist ja genau der Punkt, wo man sagen muss, das Handelsrecht ist ein Beraubungsrecht, ist ein Unterwerfungs- und damit in letzter Konsequenz ein Kriegsrecht, das wir leider Gottes versteckt in der Form der sogenannten Demokratie weltweit etabliert haben. Das ist der Zustand, unter dem wir momentan leiden. Und, naja, ich verstehe, wenn Staaten nicht das tun, wofür man, was ihre Berechtigungsgrundlage ist, ja, dass dann Leute versuchen, wie soll ich sagen, Schutz im Common Law zu finden. Das kann ich durchaus verstehen, dass Staaten auch dem nachkommen müssen, was ihre Berechtigung ist, dass wir überhaupt Staaten haben. Naja, jetzt ist natürlich die Frage von der Assoziationskette her. Ich hatte mich ja gewundert darüber, dass Griechenland einen Kredit beim ESM aufnimmt mit allen Risiken, mit allen strengen Auflagen, mit also Risikostaateninsolvenzverfahren, um Schulden bei der EZB zurückzuzahlen. Und ich frage mich, ob die EZB da nicht mit Zentralbankgeld helfen könnte oder indem sie das stundet, wenn sie es ja vorher. Also bitte, ich sage es jetzt ganz offen, die EZB könnte rein buchungstechnisch und rechtlich jederzeit helfen, will aber nicht. Es könnte auch die griechische Nationalbank aus eigenem jederzeit, ja, also wenn die Griechen einfach ein Gesetz beschließen würden, um über die griechische Nationalbank ihre eigenen Banken zu refinanzieren,
dann wären sie so Feldvorfahrt aus dem Problem draußen. Das Problem ist allerdings nur, dass es dann alle anderen Regierungen und Staaten sehen würden. Sie hätten dann eine Beispielwirkung und damit wäre die zentrale Geldmacht der EZB gebrochen. Ja, damit würde man nämlich sehen, dass die Bewertung und die Geldschöpfung auch innerhalb jeder kleinsten Gemeinschaft sofort funktionieren kann, wenn man im Austausch mit den anderen Gemeinschaften faire und transparente Regeln anwendet. Und das ist heute durchaus möglich. Auf solche Regeln kann man sich jederzeit verständigen. Nur das ist dann ein dezentrales System und damit liegen die Fäden der Macht nicht mehr an den wesentlichen Punkten, an denen sie heute liegen. Das ist interessant. Nach den Verträgen der EU, da hat die EZB ja auch die ganze Macht über die Geldpolitik. Wenn die Staaten Euro haben, nicht nur Geldpolitik, was den Euro angeht, da muss man andere Rechtsgrundlagen haben, um davon zu können. Ja, genau, richtig. Also wenn man das aus der Machtperspektive sieht, dann erklärt sich alles viel schneller und einfacher, als wenn man da noch an bestimmte ökonomische Regeln glaubt. Das sind Glaubenssysteme, die vorgetäuscht werden und vorgeschützt werden als Kulisse, um hinter diesen Kulissen eigentlich Machtpolitik zu betreiben. Und die Machtpolitik besteht darin, dass man einfach an bestimmte Ressourcen und Naturschätze und ähnliches unter Marktpreis herankommen will und dabei in diesem Zug eben auch die Bevölkerung erpresst. Jetzt gibt es Zentralbankgeld ja nicht nur für dieses 1000 Milliarden Ankaufprogramm der EZB, sondern es wird ja auch normalerweise für andere Zwecke eingesetzt. Ja, eher was Außergewöhnliches, dass da bestimmten Staaten geholfen wird, die Zinsen auf ihre Staatsanleihen zu senken oder dass man Banken hilft, ihre wackeligen Forderungen abkauft. Wofür wird denn sonst Zentralbankgeld in größeren Mengen verwendet? Für normalen insbesondere für solche Bankenrettungsprogramme oder die Rettungsprogramme von Staaten. Ja. Und da muss man sich dann immer genau ansehen, auf der einen Seite, gegen welches Eigentum, die sogenannten Sicherheiten, die dann der EZB übergeben werden müssen. Denn damit wird ihr Eigentum in größtem Umfang verschoben. Ja. Auf der einen Seite schauen dann alle und vor allem auch die Journalisten, die Medien und so weiter, die Öffentlichkeit, auf das Geld, ja, also auf das, was zahlenmäßig hier an das Land übergeben wird. Was aber völlig unbeachtet bleibt, ja, das sind die Assets, das sind die wahren realwirtschaftlichen Werte, die im Gegenzug von der Bevölkerung, von diesem Staat dann an die EZB übergeben werden. Ja, also es ist ein einfaches Täuschungsmanöver. Man schaut auf die wertlosen Zahlen, die hier als Tauschmittel zur Verfügung gestellt werden und übersieht, dass werthaltige realwirtschaftliche Assets im Gegenzug geplündert werden. Das ist der Trick. Also ich gebe hier mehr oder weniger, ich habe eine Kulisse, auf der Zahlen oben stehen, ja, und alle schauen auf diese Kulisse, die ich vorschiebe und hinter der Kulisse beklaue ich dann die Leute und nehme ihnen das weg, was wirklich wertvoll ist und die Medien spielen mit und reden immer nur über die großen Hausnummern und sagen nicht, dass es hier um Ölvorräte geht, ja, oder um Erdgas oder um Gold oder andere Edelmetalle oder was auch immer, das als Sicherheit dann einfach abgegeben wird an die Zentralbank, die hier wieder nur die Kulisse ist für Eigentümer, die am hinteren Ende stehen. Ach so, das heißt, die Neben bekommen von den Staaten jetzt, also die übernehmen, so ist die EZB übernimmt nicht nur die Staatsanleihen praktisch, sondern die EZB verlangt auch entsprechend Sicherheiten dafür, wie zum Beispiel Edelmetalle, alles das, denn Staatsanleihen, ja, sind in Wirklichkeit nur wieder ein Schuldschein, wo man genau weiß, ja, irgendwann wird für den Schuldschein ein sogenannter realer Wert wieder fällig sein. Und da ja der griechische Staat, genauso wie kein Staat, der heute im Euroraum ist, noch selbst diese Zahlungsmittel herstellen kann, ja, kann am Ende immer nur ein realer Asset, also ein Ölvorkommen, ja, oder ich weiß nicht, Erdgas oder Edelmetalle oder was auch immer, was eben ein realer Wert ist, dann im Gegenzug wieder übergeben werden an die Geldschöpfer. Und das sind einfach ja, teilweise Geschäftsbanken, denen in Wirklichkeit die Zentralbanken gehören. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die EZB dann diese realen Werte, die dann als Sicherheiten da sind, genauso einzieht, nur mit einem Unterschied, dass sie nicht so drakonische Auflagen macht, wie wenn man sich beim ESM das Geld leiht. Wenn sie politisch gewillt wäre, das zu tun. Okay. Nicht? Denn es ist ja leider so, dass niemand die EZB dazu zwingen kann. Weil man hält ja diese Unabhängigkeit so hoch, dass die also frei entscheiden kann, aus merkwürdigen geldpolitischen Vorstellungen, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Ja, das sind also wieder nur Scheinargumente. Aber in Wahrheit ist diese Form der Geldschöpfung immer ja eine Beraubungspolitik.
Leider Gottes, ja. Und ich sage hier nicht eine Diebstahl, sondern eine Beraubung, weil da ist auch Gewalt im Spiel. Wenn man sich anschaut, wie also die Bevölkerung in Griechenland momentan leiden muss, dann tun die Geldschöpfer momentan der griechischen Bevölkerung Gewalt an. Ja, das ist ein Gewaltakt momentan, was hier passiert. Das muss man leider Gottes wirklich so sagen. Auch wenn das den Menschen, die jetzt hier eigentlich am hinteren Ende nur Buchungssätze ausführen, so gar nicht bewusst ist, umso schlimmer ist es das. Nicht? Umso schlimmer ist es, dass sie durch Buchungssätze, die ganz harmlos zu sein scheinen und nur große Zahlen beinhalten, am Ende der ganzen Aktionskette der Bevölkerung gegenüber Gewalt ausüben. Nicht? Das ist das Entsetzliche. Das eine ist ja, diese Mechanismen mit der Troika, bei Griechenland jetzt Griechenlandhilfe, so sogenannte, der erste Mechanismus mit der Troika, und EFSF, wo der Schuldenschnitt drüber lief, der dritte von diesen Mechanismen. Da haben die ja derartige Auflagen bekommen, die schlimmste soziale Schäden gemacht haben, auch Menschen konkret, bis sie ihn gesundheitlich beschädigt haben. Und hier bei der EZB ist es ja insoweit menschlicher als sie, in einem Umfang, wie ich es mir bisher noch nicht angeschaut habe, dann wahrscheinlich Sicherheiten dafür geben. Aber das kann die Menschen höchstens arm machen. Direkt dadurch wird ja kein Mensch persönlich beschädigt. Ja. Das Land höchstens arm machen. Ja. Aber natürlich, wenn das Land arm ist, dann hat es natürlich auch entsprechend geringere Entwicklungsperspektiven langfristig. Ne? Also wir sehen die Kombination der Erschaffung eines Bewertungsmittels, ja, also dieser Zieleinheiten in einem Tauschvorgang führt in Wirklichkeit immer dazu, dass zwangsläufig eine Art der Beraubung stattfindet. Und deswegen ist die Schuldgeldschöpfung als solche nicht mehr tragbar. Das Schuldgeldsystem hat sich komplett überlebt, wir brauchen da etwas völlig anderes. Das sieht man an diesem Beispiel jetzt in Griechenland am schönsten. Ich würde als nächstes gerne zu den Salden kommen. Ja. In einem früheren Interview hatten Sie, glaube ich, mal erläutert, dass die Banken, zwischen den Banken entstehen ja auch Salden, zum Beispiel wenn Überweisungen getätigt werden von einer Bank zur anderen. Und die Banken gleichen diese Salden dann erstmal untereinander aus, sofern jetzt zum Beispiel wenn von Bank A nach Bank B überwiesen wird, von Bank B nach Bank A, soweit sich das saldieren lässt. Und danach übertragen sie diese Salden, wenn ich das richtig verstanden habe, auf die EZB. Da wüsste ich gerne, wie oft geschieht das? Naja, wir haben einen Verrechnungskreis, einen Interbankenverrechnungskreis bei der Zentralbank selbst. Und dort wird, oder besser gesagt bei den Nationalbanken, ja, in den einzelnen Staaten im Euroraum, und dort führt jede Bank ein eigenes Konto und das geht über die Bankleitzahl. Und einmal am Tag erfolgt ein Clearing dieser Banken untereinander, wo dann eben nur der Gesamtsaldo, ja, des jeweiligen Tages ausgeglichen wird mit den sogenannten Einlagen der Banken bei der Zentralbank. Und wenn da einmal die Einlagen einer Geschäftsbank bei der Zentralbank ausgeglichen sind, dann muss sie die natürlich nachschießen. Ja, dann hat sie da eine Nachschusspflicht. Nur muss man jetzt eines dazu sagen, und das ist vielleicht überhaupt das Allerwichtigste. Die Idee, dass man jetzt die Banken über die Nationalbanken der einzelnen Staaten in diese Target 2 Verrechnungskreise hineinnimmt, das ist schon eine sehr interessante Vorgangsweise, denn das führt in letzter Konsequenz dazu, also das nennt sich Trans-European Real-Time Gross Settlement Express Transfer, das ist ein sehr langer englischer Ausdruck, aber das führt in Wirklichkeit dazu, dass die Nationalstaaten über diese Bankenebene gegeneinander ausgespielt werden. Man erzeugt in Wirklichkeit die Illusion, die rechnerische Illusion, dass es hier reichere und ärmere Staaten gäbe. Denn das ist ja so überhaupt nicht nachvollziehbar. Der Reichtum einer Bevölkerung liegt ja im Potenzial der Bevölkerung, ja, in der Kooperationsmöglichkeit, ja, natürlich auch in den Rohstoffen, in den Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Und das ist ja, würde ich sagen, zu über 90% überhaupt noch nicht bewertet und erfasst. Ja, überhaupt dort, wo es um das menschliche Potenzial geht.
Da haben wir auch Gott sei Dank noch keine Bewertungsvorstellungen, denn hätten wir dort schon Zahlenswerte montiert, hätten wir die dort schon implementiert, dann würden sie auch schon der Ausbeutung unterliegen. Das ist jetzt der entscheidende Punkt. Dann wären sie schon in den Bankbilanzen, dann wären wir alle schon bilanziert, ne, und dann wären wir auch alle schon verpfändet und versklavt. Das wäre ja über unsere Geburtsurkunden sowieso sehen auf einer anderen Ebene, nicht? Das ist ja die nächste Geschichte. Aber im Kern ist es ein Spiel. Das ganze Bankenverrechnungsspiel im Rechnungskreis der Nationalbanken ist ein Spielchen, wo die Banken gegeneinander erst ausgespielt werden und dann über die staatlichen Nationalbanken auch die Staaten. Auf der einen Seite werden jetzt die Eigentümer der Geschäftsbanken gegeneinander ausgespielt und auf der höheren Ebene dann die Politiker der Nationalstaaten gegeneinander ausgespielt. Ja? So wie ganz unten auch die einfachen Handwerker oder Unternehmer und die Kunden in einem Geschäft über die Preise gegeneinander ausgespielt werden. Ja? Das ist dieses Steuerungsmechanismus. Auf jeder Ebene hat er ein bisschen eine etwas andere Ausprägung. Aber auf der Ebene der Banken im Verrechnungskreis bei der Nationalbank und auch der Nationalbanken untereinander in den Target-2-Rechnungskreisen ist es schon sehr abstrakt und unterliegt daher, und das muss man so sagen, der reinen Bewertungswillkür. Die Zahlen, die dort eingebucht werden, die sind realwirtschaftlich in keiner Weise mehr nachvollziehbar, ja, sind weitestgehend willkürlich und haben ausschließlich politische Motivation und sind ökonomisch nicht zu rechtfertigen. Wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem Target 2, einmal der Ausgleich zwischen den Banken zum Tagesende, das geht dann über die nationale Notenbank. Richtig, das geht über den Staates. Ja, über die Bank. Und die EZB kommt dann nur ins Spiel, wenn es grenzüberschreitend, aber innerhalb der Eurozone ist. Das ist richtig. Aber jetzt ist ja die Frage, warum macht man das überhaupt über die staatliche Ebene? Warum verrechnet man nicht die Geschäftsbanken sofort über die EZB? Beispielsweise. Ne? Was haben da die nationalen Notenbanken überhaupt noch für eine Berechtigung? Ich kann es Ihnen sagen. Ausschließlich dafür, damit man die Nationalstaaten ja, noch gegeneinander, insbesondere auch über Nationalismus und über solche Hassgebilde gegeneinander ausspielen kann. Das ist der einzige Grund, warum wir das so noch haben. Ja? Wir könnten das auch streichen und könnten sämtliche Geschäftsbanken sofort bei der EZB einklinken und dort verrechnen, den ganzen nationalen Notenbanken einfach wegkürzen aus diesen Kreisläufen. Ja, dann wäre das einfacher und man könnte kein Staat mehr einen anderen Staat erpressen. Es wäre so einfach. Dann hätten wir auch nicht mehr die Verzinsung von Target 2 Seiten, wo dann eine nationale Notenbank einen höheren Gewinn macht, vielleicht die Deutsche Bundesbank, die hat ja ziemlich im Plus die Target Seiten, während andere Staaten, unter anderem Griechenland, aber ich meine vor allem Spanien und Italien im Minus sind. Ja, ganz genau. Das ist ein reines Erpressungsspiel, denn diese Gelder sind ja in Wirklichkeit in dieser Form nicht real. Die liegen ja auf virtuellen Konten, das Geld arbeitet ja nicht. Ja? Da etwas erschafft, sondern da wird ja wirklich nur Geld verdient dafür, dass die Zeit vergeht. Ne? Und das sind je nach Zinssätzen, und wir wissen ja, wie die zustande kommen, da hat es ja schon Prozesse wegen Manipulation, Euribor, Libor und andere Zinssätze zur Genüge gegeben, wo Banken sehr hoch verurteilt wurden. Da sieht man ja in Wirklichkeit, dass das wirklich nur Mechanismen sind zur Bereicherung einzelner weniger und auch zur gegenseitigen Erpressung. Und das brauchen wir nicht. Aber die nationalstaatliche Idee wird hier eben negativ verwendet, als Werkzeug zur Erpressung von Bevölkerungsgruppen, die eben in bestimmten Regionen wohnen. Ja, jetzt habe ich, denke ich, doch ein etwas genaueres Bild bekommen, was Zentralbankgeld ist, auch wie es sich vom Bargeld und von Giralgeld unterscheidet. Ja. Ja, ja. Es ist also auf der einen Seite das sind die Scheine, die geliefert werden, ja, die Banknoten, und dann sind es die Mittel, die Guthaben, die den Geschäftsbanken im Zentralbankrechnungskreis zur Verfügung gestellt werden. Das sind diese zwei Ausprägungen, ja. Aber wie es entsteht, ja, immer nur durch Aneignung von Assets, die teilweise selbst wieder virtuell sind, weil insbesondere Devisen. Was sollen Devisen sein? Ja, wenn das fremde Währungen sind, dann sind sie wieder an Geschäftsbanken in der Kreditvergabe entstanden und dürften ja in Wirklichkeit auf der Ebene eines Zentralbankrechnungskreises in Wirklichkeit gar keine Rolle mehr spielen. Ja? Denn das kommt aus einem niederen Bestandteil des Systems. Oder Immobilien, die mit einem bestimmten Marktpreis bewertet sind, da handelt sich die Zentralbank natürlich wieder die Preisblasen ein. Nicht? Das ist auch ganz klar. Ja, also es gibt hier keine
reellen oder wirtschaftlich, wissenschaftlich und wirtschaftlich haltbaren Grundlagen für eine Bewertung. Nicht? Wenn ich auf der anderen Seite etwas, was ich selber durch eine Buchung erzeugt habe, zur Verfügung stelle, dann ist es ganz klar, dass ich den Wert des Assets, den ich empfange, als Grundlage dafür brauche, um mein eigenes Geld zu schöpfen. Das ist immer der Punkt. Und daran sieht man auch so schön, dass Geld immer nur ein Verteilungs- und nie ein Produktionsmittel war. Denn Geld entsteht ja immer nur in einem Schöpfungsprozess, bei dem ein anderer, schon vorhandener realwirtschaftlicher Asset bewertet wird. Denn das ist die Grundlage dafür, dass egal welche Bank, auch eine Zentralbank, überhaupt Geld schöpfen kann. Die Bewertung, der Wert von etwas anderem, das bereits da ist und bewertbar ist. Und daher ist das Geld immer nur ein Verteilungsmittel und war noch nie in der Geschichte der Menschheit ein Produktionsmittel. Ja, vielen Dank für den Überblick, was Zentralbankgeld ist, wie es gebucht und eingesetzt wird. Leider Gottes noch gebucht wird, ja, und wofür es noch missbraucht wird. Aber wir geben uns heftig Mühe, vor allem auch mit OSPI, mit der Open Bank Source Economy, dieser deutschen Genossenschaft, jetzt einen großen, großen Schritt in eine andere Form des Geldsystems und des gemeinsamen Wirtschaftens zu tun. Und danke für die Möglichkeit, hier ein bisschen was darüber erzählen zu dürfen. Schönen Sonntag noch und hoffentlich wird es nicht zu heiß bei euch.